27.03. Das letzte Spiel der Saison hier in der OSPA Arena. Die Sivos empfangen heute Hamburger Gegner, nämlich Bramfeld. Und neben mir ist zum Glück aus dem Krankenhaus zurück und schon wieder wahnsinnig gut aussehend Jens. Ja, also dafür, dass du letztens noch. Ja, wie lange ist es her, dass du jetzt operiert wurdest? Also ich bin jetzt ja etwas über eine Woche jetzt wieder zu Hause. Ich bin letzte Woche Donnerstag aus dem Krankenhaus rausgekommen und habe halt hier eine Metallplatte unters Auge zur Stabilisierung bekommen und ja, aber ich muss sagen, die Schwellung ist schon sehr gut wieder raus. Bin noch nicht ganz über den Damm, aber es ist schon wieder deutlich besser, ja. Ja, aber ouch, das hat weh, oder? Geht eigentlich von den, also klar tat es weh, aber dafür, dass so ein großer Gesichtsknochen gebrochen ist, ging es noch. Natürlich hatte ich Schmerzen und so weiter und natürlich war das auch nervig jetzt mit dem Krankenhaus und auch danach und die Krankschreibung und so weiter, aber so schnell kriegt man mich nicht runter, aber ja, war natürlich schmerzhaft. Ja, also der Kapitän wurde hier nämlich im letzten Spiel ganz böse unsportlich gefoult, was einen doppelten Jochbeinbruch zur Folge hatte. Und das wissen natürlich alle Fans, aber wer hier neu beim Sivos TV ist, weiß es jetzt. Und wir sind ganz froh, dass du wieder so aussiehst. Danke. Ja, heute, letztes Spiel der Saison, bist ja immer noch Kapitän. Wie schätzt du den Gegner ein? Ich will dem Gegner jetzt auch nichts absprechen, aber das ist natürlich für uns mehr oder weniger heute eine Pflichtaufgabe. Bramfeld als Tabellenletzter. Wir haben auswärts gewonnen, glaube ich, mit 20, 30 Sachen, die aber auch erst in der zweiten Hälfte zustande kamen. Also man kann die nicht ganz auf die leichte Schulter nehmen, aber wir sollten hier eigentlich, und wenn wir unseren Stiefel aufziehen, dann sollten wir eigentlich auch dieses Spiel gewinnen können. Und ich hoffe auch mal, auch uns mal bei den Fans vernünftig zu verabschieden, auch mal hoffentlich ein deutlicher Sieg. Natürlich zählt erstmal der Sieg, aber ich denke, das wird heute schon werden. Ja, also ich habe mir deren Spielbilanzen angeguckt. Bis zur Halbzeit hatten die höchstens 2, 3, 4 Punkte Rückstand. Das heißt, ich glaube, die legen vor allen Dingen in der ersten Hälfte, halten die hier gegen. Die spielen ja auch ganz befreit auf. Die sind die Aufsteiger aus der zweiten Regionalliga Nord gewesen und steigen jetzt leider wieder ab. Aber können dadurch ja auch heute hier ganz entspannt zeigen, was sie können. Und die haben auch keine schlechten Spieler dabei. Die werfen auch ganz gerne mal einen Dreier. Und das ist halt so, wenn du eine Mannschaft hast, die viel Dreier wirft und dann haben sie mal einen guten Tag, dann kann so ein Spiel dann auch enger werden, als uns lieb ist. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das heute hinkriegen mit den Jungs. Ja, und gebrochenes Jochbein hin oder her, du hast ja auch Stimme. Du unterstützt die Jungs von der Bank, oder? Ja, klar. Nur komischerweise das Schreien, das ist schon, das Anschreien da verzieht es an den falschen Stellen. Aber ich werde mein Bestes geben von der Bank, ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, schönen Dank erstmal, Jens. Ja.